Eine Abkürzung? Es gibt keinen anderen Weg. Egal, los geht's. Hui. Ein Angriff. Oh mein Gott, nein. Okay, was haben wir noch? Einen Kaugummi, ein Radiergummi. Gott, ich bin überlastet mit den Kämpfen. Boah. So kann man ja gar nicht richtig trainieren, um Ogrum zu besiegen. Und nochmal. Los, Tackle. Oder keine Ahnung. Tackle. Ich finde das jetzt einfach Tackle, weil Charge klingt so blöd. Gott, die geben mir 3 Erfahrungspunkte. 6 für ein einzelnes und 3 für 2 oder so, glaube ich. Yay, was haben wir hier? Ah, ein Revive S. Ja, keine Ahnung, was ist irgendwas. Irgendein Heilmittel hier wahrscheinlich. Da oben ist sie, die Platte. Hui, eine Bossplatte. Immer wenn man so ein Ding übertritt, kommt in der Regel eigentlich ein Bosskampf. Aber erstmal ein Gubulimon. Yay. Werde ich den Kampf machen? Ich habe Heilmittel bei, also kann ich es mir leisten. Okay. Deckel! Jetzt ist der sogar noch einfacher, weil jetzt haben wir 2 Digimon dabei. Patsch! Yay, sterb! Patsch! Oh nein! Kaugummi! Wieso sag ich Kaugummi? Es ist mein Radiergummi! Los, Radiergummi, Tackle! Ich bewerbe dich so lange mit rosa-roten Plüschtieren, bis du stirbst. Wir geben 6 Erfahrungspunkte. Ja, jetzt mache ich nur ein Monster. Dann habe ich die Erfahrungspunkte voll. Damit steige ich nochmal Level. Und nochmal ein Buburimon. Yay. Das will ich eh nicht in der Gruppe haben, aber egal. Fight. Charge. Angriff. Yeah. Ja, mein Team wird erstmal am Anfang, weil sehr große Auswahl hat man nicht, aus Tsunomon, Poyomon und Patamon bestehen. Ich hoffe, dass Patamon wieder genauso schnell groß wird wie jetzt letztens. Also ich habe das ja schon mal angefangen. Das ist mittlerweile schon ein Angemon geworden, während die anderen beiden nun mal auf die Idee kamen zu digitieren. Ja. Denn mal Patamon kriegt man ziemlich schnell hoch. Yeah, Level 25 und... 25. 23 und 25 XP-Punkte, Level 5 und 5. Ed hat Frosty's Bit gelernt. Swim ebenfalls. So, jetzt gehen wir zurück nach oben. Nutzen einmal Items. Nein, Items. Item. Und zwar. Was kannst du denn? Achso, benutzen wir einmal genau dich. Für beide. Okay. Oh, ich bin blöd. Falls ihr es jetzt auch gesehen habt, wenn die Digi ein Level hochgehen, dann heilen die sich von alleine. Ja, jetzt tun wir so, als wollte ich euch einfach nur zeigen, wie eine Heilung aussieht. Na gut, ich habe jetzt schon überzogen. Ich werde jetzt einfach noch weiter zocken und dann ja, nachher schneiden. Also, wir sind jetzt also schon im zweiten Video, theoretisch. Will ich euch dann nochmal zeigen, was. Und zwar will ich was nachgucken. Und zwar welches Level der hier braucht, um zu digitieren. Und zwar hier Level 7. 7! Das heißt, noch 2 Level, dann kann er digitieren. Zu Gabumon. Ich will ja auch Gabumon haben. So, mein Flauschi Radiergummi wird mit Level 9 zu Gomamon. Okay. Mal Bescheid. Wir haben jetzt 6 Minuten für den nächsten Kampf. Der dauert länger. Okay, dann gehen wir jetzt in den Kampf. Hi ho! Oh mein Gott! Da leuchtet etwas! Ah, die Bronzeplatte, die Gabumon verloren hat. Das muss sie sein. Was machst du hier? Oh, es tut mir wirklich leid. Ich bin hier, um etwas zu suchen. Was hält dich noch hier? Was ich gefunden habe, ist mein. Oh, und warum? Aber das ist Gabumons. Shut up! Also halt die Klappe, würde man das übersetzen. Alles hier in meinem Gebiet, alles gehört mir. Und wenn du sagst nein, so werde ich es mir mit Gewalt nehmen. Oh nein, müssen wir jetzt kämpfen? Nein, wir tun nur so. Warning! Ein Bosskampf!
Mach die Musik. Yeah! Okay, kämpfen. Nun machen wir einfach nur Spezialattacken. Also, wir gehen hier nach E wieder weg. Juhu! Weil dieses Frosty irgendwas Spirit, das ist so wie im Deutschen, wie hieß es? Nicht Luftpuls, sondern Seifenblase, glaube ich, heißt sie. Ja, der macht jetzt etwas mehr Schaden als die anderen. Er ist schließlich ein Boss. Ja, halt. Komm, die nächsten beiden Angriffe überlebst du nicht. Sterb einfach. Ja, das ist jetzt keine große Herausforderung. Also, der gibt jetzt 22 und im nächsten Mini sind wir dann wieder ein Level gestiegen. Ich habe verloren gegen jemanden mit so geringem Level. Tot. Das tut dem Hals weh. Zum Glück muss ich ihn nur einmal sprechen. Puh, das ging aber noch gut, dass ich das geschafft habe zu gewinnen. Ich muss jetzt schnell zurück zu Gabumon. Yay, los! Nein, es ist nur Gummimon. Nein, es ist ein Radiergummimon und ein Flummimon. Nein, noch ein Radiergummimon. Juhu! Okay, meine beiden Radiergummis. Die werde ich jetzt leider wegradiert. Nee, ich spuck alle auf euch. Ja. Dann lasse ich das doch irgendwie aus. Fight. Nein, falsche Attacke. Frosty's Bite und Attacke und Spuck. Falsch, tot. So, jetzt kriegen wir 6 Erfahrungspunkte, das heißt, wir steigen wieder ein Level. Yay! Danke! Und wieder Level up. Yay! Okay, jetzt sind sie wieder geheilt. Was ich mich jetzt frage, wo ist Betamon geblieben? Gibt es auch einen Betamon in der Nähe? Nein! Einmal die falsche Taste gedrückt. New. Okay. Ein Betamon, da bist du ja endlich. Betamon macht eine Menge Schaden. Es macht Donnerschaden des Frühlings irgendwie. Also es ist ein Donnerangriff. Los, Seifenblase. Am Anfang muss man wirklich noch extrem stark trainieren. Fight. Weil, ja, eben weil Baum, ne? Nein, weil, man muss am Anfang eben mehr trainieren als später. Damit man später eben Chance hat, weil es dauert ein wenig, bis die auch zum Rookie werden und sie sind natürlich stärker als im Baby-Ausbildung. Hier bin ich, ich habe etwas gefunden. Oh, vielen Dank. Nun kann ich zurück zum Center. Aber, als Geschenk meiner Dankeschön werde ich dir diese Bronzeplatte geben. Ja, wirklich? Mein Job ist es, Equipment an Themas weiterzugeben. Natürlich nur im Tausch gegen Bits, das Geld. Aber dieses Mal ist es free to charge, ne? Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Blink. Huh? Du hast eine Bronzeplatte erhalten. Nun, ich gehe zurück ins Center. Wann immer du neues Equipment brauchst, komm zu mir. Okay, das werde ich tun. Tschö, Gabumon. Man sieht sich. Wir sollten auch zurück zur Digifarm. Hui! Wer will jetzt kämpfen? Who wants to fight with us? Ein Radiergummi! Wir machen jetzt einfach nur einen Charge mit drauf. Zack, Rems. Sterb. Na, noch nicht ganz. Da fehlt noch ein Level, ja? Ah, jetzt sterb aber. Quatsch! Hui, 47. Mann, hat das lange gedauert. Okay. Und weiter geht's. Noch ein Radiergummi. Mein Digi-Bar ist durchgelaufen. Was kann das denn sein? Hi, Jan. Wie geht's dir? Ich sende dir den Farm-Report. Farm-Report? Ja, das sagt mir jetzt, dass ich hier nur, immer wenn irgendwas da passiert, schickt ihr mir jetzt so einen Zustand, was da passiert ist. Ja, danke, aber ich werde mir das erst, ja, falls ich beschäftigt bin, brauche ich mir nicht angucken, bla bla bla, nein. Was will denn auch passiert sein? Da ist kein Digimon drauf. Ich habe alle bei, okay, suchen wir jetzt noch ein, Radiergummi. Digimon greift an. Ein Flummi. Ist doch mal Digimon bei? Nein, natürlich nicht. Ja, hau drauf. So.
Du hältst natürlich mehr aus als das andere, ist ja klar, das sehe ich auch schon bei meinem, dass Zunomon mehr aushält als, also Ed mehr als Swim aushält. Ja, okay. Okay, weiter geht's. Guck mal, Rogamon-Figuren. Yay! Komm, Radiergummi! Radiergummi! Ja, Radiergummi! 105%! Vielleicht kann ich mir ein Radiergummi in die Farm setzen. Ich habe ein Radiergummi in die Farm gesetzt. Okay, confirm und zack. Mann, das ist nur so ein Millimeterchen. Sterb. Okay. Jetzt habe ich Radiergummi wieder 105% fertig. Ui, das heißt, ich kann wieder ein weiteres holen. Oh, vorher müssen wir hier weg. Mann, hier kriegt man so selten Kämpfe und jetzt die ganze Zeit. Das kann ja nicht wahr sein. Na gut, ich sehe gerade, ich habe schon wieder überzogen. Ich mache jetzt noch zurück bis zum Center. Na komm, hau ab. Yay! Okay, und dann würde ich jetzt mal sagen... So. Bis dahin, tschüssi!